Mal schauen. So, Datenbank. Dingens. Okay. Schreiben wir das mal auf. Umgebungstyp 2. Modus 3. Schwieriger als niedrigste, hätte ich mir merken können. Okay. Und wieder zurück. Warnung! Bei der Erstkalibrierung des Gerätes muss unbedingt... Protokoll Nummer 3. Nein, das kann ich nicht mehr. Nein. Scheiße. So. Anschalten. Run. Umgebungstyp. 2. Protokoll Nummer... Warnung! Bei der Erstkalibrierung des... Gott, ich habe ein schlechtes Gedächtnis heute. Beschleunigung 1. Modus 3. Wow, es hat geklappt. Gut, das wäre erledigt. Beim nächsten Mal sollten wir darauf bestehen, dass wir auch ein Handbuch zur Maschine kriegen. Ach wirklich? Wahrscheinlich ist es sogar dieser komische Zettel, der liegen liegt oder so. Ah, ich sollte wohl mal nach meinen E-Mails sehen. Wieso klingelt ihr Handy, wenn sie E-Mails hat? Kann sie sich die auch gleich auf dem Handy anzeigen lassen? E-Mail lesen. Es scheint also tatsächlich ein tragischer Unfall gewesen zu sein. Einen solchen Tod haben Sie nicht verdient, Professor. Wie oft habe ich Ihnen gesagt, bei diesen nächtlichen Spaziergängen würden Sie sich eines Tages noch den Tod holen. Tragischer Unfall. Zufälligerweise war ein Mönch mit einem Schwert drin verwickelt, aber okay. Also, von Kierbyi betreff, Tod von Abranschnikow. Hallo Lara, so kompliziert war es dann doch gar nicht. Ich leite dir hier eine E-Mail von einem ehemaligen Kollegen weiter, Pierre. Pierre, seine Sekretärin, hat uns erzählt, dass Abranschnikow wohl unter Schlaflosigkeit litt. Darum stand er manchmal nachts auf und ging spazieren. Der Spaziergang im DeWitt-Clinton-Park war daher wohl nicht ganz so ungewöhnlich. Nur, dass ein 3-Kilometer-Marsch im Regen für einen alten Mann ganz schön anspruchsvoll ist. Darum ist er wohl übers Geländer und ins Wasser gefallen. Ja, klar. Es wurde Tod durch Ertrinken attestiert, denn es konnte keine Gewalteinwirkung festgestellt werden. Der Bericht des Pathologen weist auch keinerlei Widersprüchlichkeiten auf. Es gibt keine Zeugen, außer einem betrunkenen Penner, der etwas von einer schwarzen Limousine erzählte. Er hat aber auch etwas von einem schwarzen Schatten erwähnt und darüber gebrabbelt, dass der Herr über den Tod bald kommen würde und solches Zeug. War wohl stockbesoffen. Es war Tod durch Unfall und damit wurde der Fall abgeschlossen. Hoffentlich hilft
das deiner Bekannten. Pass auf dich auf und grüß deine Frau von mir, John. Gut. Oberst Ostankovic ist am Telefon. Was für ein dreckiger Klingelton. Guten Morgen, Herr Oberst. Haben Sie schon etwas gefunden? Lara, ich denke, Sie sollten wissen, dass Durand einen Unfall hatte. Ein Unfall? Unfall. Was für ein Unfall? Geht es ihm gut? Er hat ein in Vergessenheit geratenes Gewölbe unterhalb der Eremitage gefunden. Aber er hätte dort gar nicht hingehen dürfen. Und was ist mit ihm passiert? Dort ist er ins Wasser gefallen. Aber wir haben ihn kurz danach gefunden. Oh mein Gott. Lebt er? Es wäre gut, wenn Sie sofort herkommen könnten. Kommen Sie direkt in mein Büro. Ich muss jetzt auflegen. Oberst Ostankovic, ist er am Leben? Was ist mit ihm? Herr Oberst! Mein Gott, verdammt! Tja, passiert. Mittwoch, 17 Uhr, Petersburg, Russland. Ich habe gleich die erste Maschine genommen. Was ist mit ihm? Ist er noch am Leben? Er liegt auf der Intensivstation und ist noch nicht aufgewacht. Er war wohl eine ziemliche Zeit lang unter Wasser und die Ärzte befürchten einen möglichen Hirnschaden wegen des Sauerstoffmangels. Gott sei Dank war das Wasser eiskalt. Das hat seine Vitalfunktionen heruntergefahren. Vielleicht könnten wir ihn leichter aufwecken, wenn jemand da wäre, den er kennt. Wie ist das überhaupt passiert? Er hat mich aus der Eremitage angerufen, doch die Verbindung brach ab. Ich machte mich sofort auf den Weg dorthin, aber wir konnten ihn nicht finden. Es war, als hätte er sich in Luft aufgelöst. Am nächsten Morgen berichtete eine Patrouille, dass man einen leblosen Körper am Abwasserkanal der Eremitage in die Neva gefunden hatte. Wir konnten ihn sofort identifizieren. Er muss vom Abflusssystem in den Kellergewölben der Eremitage aus dort angeschwemmt worden sein. Dort unten waren während des Krieges die wertvollsten Kunstwerke untergebracht. Aber wieso ist er alleine dort hinuntergegangen? Es ist wirklich ein Wunder, dass er das überlebt hat. Er scheint wirklich einen Schutzengel da oben zu haben. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass Max einfach so auflegt, um dann die Kellergewölbe auf eigene Faust zu durchsuchen. Das sieht ihm gar nicht ähnlich. So abenteuerlustig ist er nicht. Haben wir ja gemerkt. Im Augenblick gibt es nichts, was... Augenblick! Ostankovic. Ja, natürlich. Kann er verlegt werden? Sehr gut, danke. War das das Krankenhaus? Ja, er hat das Schlimmste überstanden und ist sogar einen Augenblick zu Bewusstsein gekommen. Er scheint keine dauerhaften Schäden zurückbehalten zu haben. Am besten bringen wir ihn irgendwo hin, wo er sich in Ruhe und Frieden erholen kann. Gott sei Dank. Wir könnten ihn in meine alte Wohnung bringen. Wenn ich in Frankreich bin, wohnt meine Tante alleine da. Das ist gar keine so schlechte Idee. Ich werde das sofort veranlassen. Ja. Er hat wirklich Glück gehabt. Er hätte kein Glück nötig, wenn er gar nicht erst in die Eremitage gegangen wäre. Sie hören wohl nie auf, was? Wenn Sie weiter so... Sehen Sie mal, er kommt zu sich. Wo bin ich? Alter, wieso habt ihr das passiert? Psst, streng dich nicht zu sehr an. Du bist in Sicherheit. Es ist alles in Ordnung. Bin ich noch in Petersburg? Was machst du hier? Sie hatten einen Unfall in der Eremitage. Eine Weile sah es nicht sehr gut für Sie aus, also ließ ich Sie herkommen. Die Eremitage. Ich wollte Sie anrufen. Oh mein Gott. Da war ein Mann dort. Ein Mönch. Er fantasiert. Er war ganz allein im Gebäude. Nein, nein, Sie verstehen nicht. Da war ein Mann in einer Mönchskutte und er hat ein Gemälde von Delaroche gestohlen. Das Bild, das in der Galerie hing. Ich bin ihm gefolgt, als er den Geheimgang benutzt hat. Aber dann ist er entwischt. Also ein Mönch, ja? Ich sollte mal im Krankenhaus anrufen und nachfragen. Vielleicht sind das ja Halluzinationen oder Probleme mit dem Gedächtnis aufgrund der Kopfverletzung. Den Geheimgang hat er sich ja wohl kaum eingebildet. Und was das Gemälde betrifft, überprüfen Sie besser mal, ob da nicht vielleicht eine Fälschung in Ihrer Galerie hängt. Selbstverständlich. Aber ich muss es so arrangieren, dass es nicht zu viel Aufsehen erregt. Das wieder an. So oder so brauche ich Sie hier jetzt aber nicht mehr. Sie können wieder nach Lyon zurückfliegen. Finette. Ich würde lieber noch bei ihm bleiben, bis er sich etwas erholt hat. Ihre Besorgnis ist gewiss rührend, aber Ihre Anwesenheit hier könnte die Aufmerksamkeit der Interpol darauf lenken, was hier geschehen ist. Ja, klar. Sie brauchen sich keine Gedanken um ihn zu machen. Er ist wichtig für mich und ich werde mich selbst um ihn kümmern.
Ja, es wäre auch zu schön gewesen, wenn er sich einfach nur so Sorgen gemacht hätte, ne? Max, Max, wo sind wir da nur hineingeraten? Pass hier gut auf dich auf. Wenn du aufwachst, bin ich schon wieder in Lyon. Ich sage meiner Tante, dass du für ein paar Tage hier bleibst. Kann ich vorher noch Sachen klauen? Mein altes Notizbuch. Das stammt noch aus der Zeit, als ich noch kein PDA, Smartphone oder den ganzen Kram zur Verfügung hatte. Was zum Teufel ist das? Ein altes Familienstück. Ich kann mich daran erinnern, wie meine Mutter immer Tee darin gemacht hat. Ah ja. Meine Tante, mein Vater und ich, wir hatten noch nie sehr viel Geschirr. Da ist bestimmt nur irgendwelcher Krimskrams drin. Ich habe früher mal gespielt, aber das ist schon Ewigkeiten her. Ich probiere es besser gar nicht erst. Ich lasse ihn besser schlafen. Er sieht ein bisschen aus wie Sergei, findest du nicht? Obwohl er etwas größer war und helles Haar hatte. Vielleicht ein kleines bisschen, ja. Dann macht es dir also nichts aus, wenn er eine Weile hier bleibt? Aber natürlich nicht. Du fühlst dich zu ihm hingezogen, nicht wahr? Ich fühle mich nur für ihn verantwortlich, weil er wegen mir erst in diesen Schlamassel hineingeraten ist. Ja. Es ist etwas Merkwürdiges an ihm. Aber ihr würdet ein schönes Paar abgeben. Glaubst du wirklich? Max und ich? Nein, das würde nicht gut gehen, da bin ich mir sicher. Du bist so leicht zu durchschauen, mein kleines Mädchen. Wie in aller Welt bist du nur Polizistin geworden? Du bist die Einzige, die in mir heute noch ein kleines Mädchen sieht. Aber genug davon. Du wirst dich darum ihn kümmern, ja? Und mache ihm keine Angst. Keine Karten, hast du? Die Karten waren gut für deine Großmutter und deine Mutter und sie sind es auch für mich. Vielleicht solltest du deine Meinung diesbezüglich noch einmal überdenken, Lara. Darüber haben wir doch schon so oft gesprochen. Aber lass uns wann anders weiterreden, ja? Ich muss jetzt gehen. Pass auf dich auf. Wenn ich Tarotkarten gelegt habe, fiel das nie sehr günstig aus. Und leider trafen die Vorhersagen dann meistens auch noch ein. Ich habe meine Tante wirklich gern, aber ihre Welt ist voller Geister und übernatürlicher Dinge. Naja, jetzt wird sie sich wohl auch nicht mehr ändern. Als ich klein war, hat mir meine Tante vor dieser Spiegelkommode immer Zöpfe geflochten. Daran kann ich mich noch erinnern. Dann ist die an deiner Frisur schuld? Meine Tante hat sich nie richtig von Sergejs Tod erholt. Kein Wunder, sie hat ja ihren einzigen Sohn verloren. Vielleicht weigert sie sich deshalb, von dem ganzen okkulten Kram zu lassen. Ich habe ihr schon angeboten, ihr einen anständigen Fernseher zu kaufen, aber sie will einfach nicht. Ach, reicht ja auch. Wenn er noch funktioniert, ist doch super. Ihr Sohn hat ihr die aus dem Kongo mitgebracht, als er mit seiner Einheit dort war. Das ist eines der wenigen Dinge, die sie noch von ihm hat. Pass auf dich auf, Max.